Herzlich willkommen auf dem Ralf Mahr Magazin. Hier am Niassee ist ein beeindruckendes Bild von Licht, Wasser, Bäumen und Wolken. Die Sonne geht langsam weg. Sie verschwindet hinter den Wolken. Ich bin dankbar, dass es noch nicht regnet und dass ich unterwegs bin. Ja, wie erreicht man auch seine Ziele? Natürlich, indem man Hilfe von anderen bekommt. Ich habe diese Hilfe von einer lieben Bekannten bekommen, die mir eine Verlinkung geschickt hat mit dem Kommentar: Lies dir das mal durch, das könnte was für dich sein. Das habe ich gemacht und es war die Vorstufe von einem Coaching, und diese Vorstufe war schon sehr, sehr gut. Das Coaching werde ich nicht in Anspruch nehmen, das ist zu teuer. Aber diese Vorstufe hat mir dann auch wieder die Augen geöffnet. Ganz klare Warnung vor dem Umfeld, dass da was nicht stimmt, und die Umgebung wechseln. Meine Abenteuerlust, sprich Reiselust, wieder wecken. Ich fand das sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr gut. Da war auch drin erklärt, dass ich jeden Tag in etwa 3 bis 4 Stunden lange Zeitfenster habe, um meine Arbeit, die mir am Herzen liegt, zu erledigen. Danach fehlt mir die Energie. Dann brauche ich Pausen. Am besten gehe ich dann wie jetzt in die Natur und verbinde mich mit der Natur und entspanne damit. Oder ich meditiere, mache was zu essen, lasse es mir gut gehen oder ich schlafe ganz einfach. Das ist mir schon lange bewusst, aber das war jetzt nochmal die Bestätigung. Und deshalb kann ich auch nicht für andere arbeiten, die sich ja was vorstellen. Nämlich, dass ich dann einen Arbeitsvertrag einhalte, 8 Stunden wie ein Verrückter da rumarbeite. Nein, ich lebe selbstbestimmt und kann das dann machen. Der finanzielle Erfolg wird irgendwann da sein. Ich werde das Ziel erreichen. Und dann irgendwo leben, wo es schön ist, wo es mir gefällt, und wenn es mir nicht gefällt, werde ich den Ort wieder wechseln. Es gibt ja auch diese ganzen Zitate: Mache dein Hobby zum Beruf, mache das, was du wirklich willst, und du musst nicht mehr arbeiten. Wenn man das macht, was einem am Herzen liegt, dann ist es ein Projekt, das sich lohnt. Vor allen Dingen auch für andere und sich selber. Und da hat man ja auch schon viel erreicht. Finanzieller Erfolg muss ja gar nicht so unglaublich hoch sein. Es reicht ja, wenn man dann ein Leben hat mit einem Dachbomb-Kopf in den eigenen 4 Wänden, vielleicht ein kleines Auto, genug zu essen, zu trinken, genug Kleidung, Reisen machen kann. Dafür kann man ja auch schon dankbar sein. Es muss ja nicht in Millionenbereiche gehen, damit man sich wohlfühlt. Wie bereits erwähnt, finanzielle Sicherheit ist für mich wichtig. Und das muss ich erreichen. Da bin ich aber natürlich noch ein großes Stück von entfernt. Mein YouTube-Kanal, naja, da werde ich wohl noch lange brauchen, ehe der sich monetarisieren lässt. Und bei meinem Blog sieht es auch so aus. eBay bin ich eigentlich ganz gut gestartet letztes Jahr, aber jetzt, der April, ist umsatzmäßig komplett eingebrochen. Woran das liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht die Kauflust der Leute ist gesunken.
Leute sind vorsichtiger mit dem Geld, was ich auch sogar nachvollziehen kann. Mal abwarten, wie der Monat Mai wird. Und positiv denken, dankbar sein, lächeln und dann wirklich den brennenden Wunsch haben, seine Ziele oder sein Ziel zu erreichen. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.